The Last of Us Part 2, von den Kritikern hochgelobt, von einem Großteil des Internets wutentbrannt verachtet. Was ist da bitte passiert? Ich habe das Spiel nach nun knapp 30 Stunden beendet und heute sage ich euch, was ich vom Spiel halte. Spoilerfrei. Moin, 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 was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zum wahrscheinlich kontroversesten Spiel der letzten Jahre. The Last of Us Part 2 spaltet die Gemüter. Ein Großteil der Spieler, inklusive aller Kritiker, lieben dieses Spiel. Ein Großteil des Internets hasst dieses Spiel aber auch abgrundtief. Denn als Nachfolger eines der heißgeliebtesten und höchst bewertetsten Spiele aller Zeiten ist der Grad, auf dem dieses Spiel wandern darf, relativ schmal. Sowohl qualitativ als auch storytechnisch hatten viele Spieler natürlich hier festgelegte Erwartungen, wie das Spiel auszusehen hat. Naughty Dog hatte aber andere Pläne. Vorweg aber erstmal zur Qualität des Spiels muss man sagen, The Last of Us Part 2 ist ein grandioses Spiel. Was Optik angeht, was Sound angeht, was Atmosphäre angeht, ist das wirklich die Spitze des Eisberges, was man zurzeit auf einer Konsole erleben kann. Das Spiel sieht wirklich bombastisch aus und die Darstellung dieser apokalyptischen Welt, im Vordergrund natürlich Seattle, ist wirklich hammergeil, also das muss ich wirklich sagen. Dazu gibt es einen Soundtrack von Gustavo Santaolalla, keine Ahnung wie der Typ heißt, der mit seinem sanften Gitarrenklang ja, diese Welt wunderbar untermalt. Außerdem gibt es, wir sind in Seattle, Pearl Jam. Es gibt einen Song von Pearl Jam, der eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem Spiel einnimmt und ich feiere diesen Song absolut. If I ever were to lose you. Außerdem gibt es noch einen kleinen Cover-Song von Aha, den ich auch zuckersüß vorgetragen fand von Ellie, sodass das Spiel rein für die Ohren und für die Augen ein wahrer Genuss ist. Aber auch gameplay-technisch kann dieses Spiel absolut überzeugen. Es nimmt das schon im ersten Teil super funktionierende Survival-Horror-Gameplay und verbessert es an den ein oder anderen Stellen, gibt dem Ganzen nochmal so ein paar mehr Möglichkeiten, indem es die Levelgrenzen ein wenig sprengt. Das Ganze ist jetzt deutlich offener, es erinnert so ein bisschen an Lost Legacy und gibt so dem Spieler viel mehr Möglichkeiten und vor allen Dingen auch viel mehr Spaß, die Kämpfe zu beschreiten. In dieser Hinsicht hat Naughty Dog auf jeden Fall abgeliefert. Das ist wirklich ein grandioses Horror-Survival-Spiel. Und das ist auch der große Knackpunkt und ich glaube auch ein großer Punkt, den viele Spieler verwechseln. Denn es ist ein Horrorspiel. Dieses Spiel ist nicht supi-dupi Uncharted Actionfeuerwerk, obwohl es natürlich auch seine Momente hat. Aber es ist nun mal im Kern ein Horrorspiel. Und Horrorspiele haben meist kein Happy End. Charaktere tun in diesem Spiel Dinge, die man nicht wirklich verstehen kann auf den ersten Moment, die teilweise wirklich eklig sind und abscheulich. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird jemand aus kurzer Distanz ins Bein geschossen. Ich fand das visuell so ekelig. Ich bin sonst wirklich nicht zart beseitet, was Videospielgewalt angeht, aber das fand ich wirklich eklig. Oder eine Szene, ich sag nur Alice. Oh. Man darf halt nicht vergessen, dass auch schon der erste Teil ein Horrorspiel ist. Und wer Teil 2 spielen will, der muss sich natürlich auch mit dem Ende von Teil 1 befassen. Und das Ende von Teil 1, und Achtung Spoiler, ist damals auch schon sehr hart gewesen, indem Joel nämlich quasi die gesamte Menschheit opfert, indem er Ellie rettet. Denn Ellie, eine der Protagonistinnen des Spiels, ist immun gegen diese ja, zombieartige Pilzseuche, die diese Welt befallen hat. In Teil 1 ging es darum, dass Joel Ellie zu einem gewissen Punkt bringt, um sie dort quasi für die Erstellung eines Gegenmittels nutzen zu können. Leider bedeutete dieses Nutzen, dass Ellie im Zuge dessen sterben wird. Und Joel dachte sich dann, nein, ich möchte nicht, dass Ellie stirbt. Sie ist im Laufe des Spiels quasi zu seiner Ziehtochter geworden, nachdem er seine wahre Tochter am Anfang des Spiels verloren hat. Und ich als Vater kann das vollkommen verstehen. Warum sollte ich meine Tochter opfern für etwas Surreales, für das Wohl der Menschen, was mich selbst irgendwie jetzt nicht betrifft, aber der Verlust dieses Menschen würde mich hart betreffen. Und manchmal müssen Leute halt Dinge tun, die Leute tun müssen. Und darunter müssen Väter halt manchmal Sachen tun, die nicht jedem gefallen. Und ich weiß auch, dass das Ende schon damals sehr polarisiert hat. Viele konnten das nicht nachvollziehen oder waren enttäuscht, dass Naughty Dog einen damals nicht die Entscheidung gelassen hat, ob man Ellie opfern will
oder nicht. Für mich gab es damals aber überhaupt keine Diskussion und das war vollkommen klar und dementsprechend war die Entschlossenheit und die Konsequenz, mit der Joel Ellie damals befreit hat, inklusive der Tode vieler unschuldiger Menschen, für mich die einzige Lösung, so hart es auch klingt. Und damit schließt sich dann auch der Kreis zu Teil 2, denn diese Ereignisse sind quasi der Katalysator für das, was in Teil 2 passiert. Und das, was in Teil 2 passiert, ist halt etwas, was nicht vielen gefällt. Die Story ist etwas, womit viele nicht klarkommen. Denn zum einen gibt es einen neuen Hauptcharakter und das ist Abby. Abby hat einen denkbar schweren Start mit dem Spieler und jeder, der sie anfangs nicht hasst, ja, kann ich nicht nachvollziehen. Nichtsdestotrotz finde ich Abby als Charakter am Schluss relativ cool und das muss man dem Spiel echt ankreiden, dass das Spiel wirklich geschafft hat, quasi einen Jaime Lannister zu pullen und jemanden, den ich am Anfang wirklich verabscheut habe, bei dem ich am Schluss quasi mitgefiebert habe. Abby ist aber designtechnisch von vornherein sehr, ich sag mal, hassenswert aufgebaut, denn es wird dem Spieler irgendwie sehr leicht gemacht, Abby nicht zu mögen. Darunter fällt zum Beispiel auch ihr optisches Auftreten. Sie ist sehr maskulin dargestellt, sehr hart und das macht es dem Spieler halt sehr leicht, sie nicht zu mögen, was total affig ist. Ich finde es, das muss ich auch mal ganz klipp und klar sagen, dass man Abby kritisiert, dass sie quasi ja aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Statur gehasst wird oder auch der Tatsache, dass Ellie, die lesbisch ist, dass viele Spieler dort das ein Dorn im Auge ist, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Erstens, Ellie war schon im Teil 1 lesbisch, im DLC Left Behind ist sie ganz klar lesbisch. Und dass Abby so ist, wie sie ist, warum ist das frauenfeindlich? Warum kann es keine Frau geben, die halt auch mal ein paar männlichere Züge haben? Es ist halt realistisch. Und das Spiel deswegen zu hassen, das finde ich absolut affig und ich fand es sehr beschämend, dass viele Spieler dorthin gehend ihre Unmut geäußert haben und teilweise auch mir gegenüber. Ich habe auf Instagram Nachrichten bekommen, Lesbo-Game, Gay-Station und das fand ich absolut peinlich. Da habe ich mich wirklich geschämt und diese Leute, die können auch wirklich fernbleiben. Naja, neben Abby spielt hier natürlich aber auch noch Ellie und ich mag grundsätzlich die Struktur der Geschichte total gerne. Quasi eine Geschichte, die parallel verläuft, aber in zwei genau entgegengesetzte Richtungen, die sich teilweise immer wieder überschneiden. Das ist wirklich, als jemand, der auch jede Woche Skripte schreibt, also kreativ ist für Videos, einfach eine coole Idee, eine richtig geile Idee. Und das Spiel nutzt diese Struktur auch immer wieder für richtig, richtig geile Momente aus, wenn ihr quasi eine Szene aus zwei unterschiedlichen Perspektiven erlebt. Als Beispiel gibt es in einem Level eine für Ellie Gegnerin, die dort sitzt und mit einer PS Vita Hotline Miami spielt und die ihr eiskalt umbringt. Das ist für euch ne? Auf der anderen Seite erlebt ihr als Abby dieses Mädel aber als sehr liebenswerte Kollegin, die gerne Videospiele zockt. Und das, dieser Kontrast und dieses Überschneiden der Storypfade ist immer wieder ja, erschütternd und krass. Und das macht das Spiel wirklich, wirklich gut. Es hat mich auch super mitgenommen am Schluss. Und wenn ein Spiel sowas schafft, das ist ja immer ein Qualitätsmerkmal. Also von der Struktur her ist das wirklich eine richtig, richtig tolle Geschichte. Aber, damit diese Geschichte funktioniert, müssen die Charaktere zünden in der Geschichte. Und für mich zünden natürlich Ellie, Joel, die ich schon kenne, aber auch Abby sehr, sehr gut. Aber der Supportcast, der war mir manchmal einfach ein bisschen zu, ich weiß nicht. Ich mag Dina zum Beispiel nicht. Ich mag Owen nicht. Mel war mir auch relativ egal. Selbst Tommy und Jesse fand ich, ja. Und in einem Spiel, in dem die Story bzw. die Entscheidungen und die Auswirkungen auf die Charaktere immer sehr wichtig sind, ist es natürlich blöd, wenn das nicht immer sitzt. Dementsprechend finde ich es absolut okay, wenn man die Story nicht mag. Ich finde es absolut okay. Naughty Dog hat hier einen bewusst sehr provokanten, sehr mutigen Weg gewählt, die Geschichte um Joel und Ellie weiterzuerzählen. Und das gefällt halt nicht jedem. Das funktioniert vielleicht auch nicht für jeden. Ne? Wie gesagt, bei mir
Manche Story-Sachen zündeten da einfach nicht so vielleicht, wie ich wollte. Dennoch denke ich, dass die Geschichte insgesamt wirklich gut, total mitreißend und erzählenswert war und mir wahrscheinlich noch sehr, sehr lang in Erinnerung bleibt. Versteht mich also nicht falsch. Es stellt sich halt nur die Frage, war das wirklich nötig, beziehungsweise war es das wirklich wert, The Last of Us Part 2 in diese Richtung zu schieben, ne? Naughty Dog hat hier wirklich, wie quasi auch die Charaktere, sehr, sehr viel geopfert, inklusive ihrer Reputation. Und da muss man dann dem Spiel gegenüber auch fair sein, denn das Spiel selbst ist einfach ein gutes Spiel. Es ist wirklich ein bombastisches Spiel. Man kann das Spiel nicht niedermachen, nur aufgrund seiner Geschichte. Man kann dafür Punkte abziehen und es von seinem Thron, auf den es die Kritiker stellen, runtersetzen. Wenn man es persönlich betrachtet und die Story nicht mag, dann ist es vielleicht nicht dieses Meisterwerk, aber es ist immer noch ein fantastisches Spiel. Denn gameplay-technisch ist es einfach ein super Spiel in einer sehr interessanten Welt, in der ich einfach gerne Zeit verbringe, so furchtbar sie auch ist. Und sie erzählt halt die Geschichte ihrer Hauptcharaktere sehr konsequent und hart und emotional weiter. Was die Leute jetzt im Detail an der Story stört, werde ich hier natürlich nicht spoilern. Aber vor allen Dingen halt der Katalysator, der Antrieb der Geschichte, der dafür sorgt, dass sich alles in Bewegung setzt, der innerhalb der ersten 2-3 Stunden spielt, ist halt extrem umstritten. Wenn man diese Geschichte erzählen will, die Naughty Dog erzählen will, dann ist es notwendig. Ich glaube, dann gibt es keine andere Option, als diesen Schritt zu machen. Andererseits kann ich es vollkommen verstehen, wenn man das nicht mag, wenn man sagt, okay, nein, bis hierher noch nicht weiter, ich brauche das nicht. Und ich habe auch schon mal in einem früheren Video gesagt, für mich hätte Naughty Dog keinen Nachfolger machen müssen. Ich fand The Last of Us 1 auch so perfekt als eigenständiges Spiel. Und gerade das offene Ende damals hätte ich auch einfach so hingenommen und es einfach so stehen lassen. Weil manchmal ist halt das, was man nicht sagt, effektvoller als das, was man sagt. Nichtsdestotrotz, es bleibt ein richtig, richtig gutes Spiel, ein beeindruckendes Spiel, das euch auch wirklich erschrecken kann, das eine unfassbar dicke Atmosphäre und eine richtig toll designte Spielwelt auf dem Bildschirm zaubert. Natürlich auch eure PlayStation 4 in den Flugzeugmodus versetzt. Aber diese 30 Stunden sollte man als Gamer, glaube ich, einmal erlebt haben. Es wird sicherlich nicht jedem gefallen, das ist, wie gesagt, vollkommen okay. Aber manchmal muss man Dinge auch einfach hinnehmen und gewisse Leute müssen Dinge tun, so wie sie denken, dass es richtig ist. Und das muss man dann auch Naughty Dog einfach mal, ja, erlauben. Ne? Sie haben sich halt dafür entschieden und man muss sich dann auch mal ein bisschen drauf einlassen und die Dinge hinnehmen, wie sie sind. Um Joel zu zitieren, wenn der liebe Gott mir eine zweite Chance gegeben hätte, ich hätte es genauso nochmal getan. Apropos Dinge, die nicht jedem gefallen. Das hier ist das letzte Video. Das hier ist das letzte Raketen-Jansel-Video für diese Staffel. Ich gehe in Urlaub. Sommerferien fangen an in Schleswig-Holstein und ich gönne mir jetzt einfach mal 4 Wochen Pause, Minimum. Ich brauche mal Urlaub, ich möchte auch einfach mal so ein bisschen neue Energie tanken. Ich mache das seit 2,5 Jahren jede Woche neben meinem eigentlichen Job. Und ich glaube, hey, es wird auch mal Zeit, sich ein bisschen zu entspannen. Es ist außerdem unfassbar heiß. Ne? Ich hasse es, während der Hitze Videos zu machen, weil es wirklich unfassbar heiß ist. Ja, ne? Deswegen müsst ihr jetzt mal ein bisschen ohne mich aushalten. Das werdet ihr schon schaffen. Ne? Ihr könnt ja trotzdem noch die alten Videos gucken. Da gibt es mehr als genug. Ja, wir sehen uns im August. In diesem Sinne, abonniert Raketen!